gerade eine Frage, ist vom ukrainischen und irakischen Hersteller Danapper. Danapper LLC und Danapper Ukraine ist eine Firma. Eine zweite Etappe, unauffällige, allerdings sehr gut geeignet für GSG9, MDK und SDK, zivil in ihrer Freizeit, natürlich nicht in ihrer Freizeit, Spaß. Das Teil ist nämlich tatsächlich eine Waffentasche für die MP5K mit Schalldämpfer. Die MP5K wird hier drin fixiert mit solchen Velcro-Schlaufen. Die werden einmal so zusammengemacht, dann haben wir hier das Antwortstück, welches fest fixiert ist an diesen Molly-Schlaufen. Und es fixiert die Waffe so hier drin. So. Das heißt, beim Transport ist mein Schalldämpfer, wenn es jetzt die schallgedämpfte MP5 ist, beziehungsweise auch wenn es eine ganz normale MP5 oder eine gleichwertige Waffe ist, ist hier geschützt durch ein also festes Stück Kunststoff, was hier drin ist, gegen Aufprall auf dem Boden, gegen Aufprall im Fahrzeug oder irgendwo. Die MP5 rattelt hier drin nicht rum, allerdings einmal reißen und da ist das Ding in der Hand. Großer Vorteil ist, dass hier auf diese Molly-Schlaufen ab Werk angeboten wird, auch Polizei und allen möglichen Aufschriften anbringen zu lassen. Die sind nicht fest drauf, sondern man kann sie auch wieder abnehmen. Und ein großer Vorteil ist auch, dass hier drin also auf Bestellung der Hersteller SK1 bis SK2 Paneele Weichballistik vernäht. Dass ich also mal zusätzlich geschützt bin, Halsbereich oder der Kopfbereich, oder wenn ich halt komplett runtergehe, fast der gesamte Körper ist zusätzlich geschützt. Ich habe mich zu erkennen gegeben und ich kann wirken, falls nötig. So. Was haben wir hier noch? Wir haben komplette Modularität, dadurch, dass dieses Panel abgemacht werden kann und für all mögliche Waffen, auch auf Bestellung für extra Waffen, zum Beispiel mit Anbauten, G36 Kurs zum Beispiel mit einer Anbaut, modifiziert werden kann. Auch diese Schlaufe hier ist verstellbar. So. Wir haben zusätzlich ein kleines Fach hier außen. Das ist für all möglichen medizinisches Zeug, zum Beispiel also ganz, ganz Basis, irgendwelche Celex-Packs und ähnliches. Und hier nochmal können wir auch nochmal Sachen unterbringen, unter anderem Papiere, Kompressen, all sowas. Dekompressionsnadeln. Außen wurde kein Molly verwendet, damit das taktische Wesen der Tasche dem Betrachter nicht direkt offengelegt wird, sondern das Ganze erstmal zivil aussieht. Auch die Farbgebung ist auf dieser speziellen Tasche jetzt grau-schwarz gewählt. Hier drüben stellt gerade der Inhaber des Unternehmens an einen anderen potenziellen Kunden eine Tasche vor, die ist komplett schwarz zum Beispiel. Ist dasselbe Modell, bloß komplett schwarz. Also bei der Farbgebung sind im Grunde überhaupt keine Grenzen gesetzt. Alles, was am Markt gibt, an Stoffen, kann hier verwendet werden. Was hier derzeit vernäht ist und was auch in Serie vernäht wird, also was sozusagen der Qualitätsanspruch und der Qualitätsstandard ist beim Hersteller, ist, wir haben White Grade Fast Access, Military Grade. Wir haben Nylon, infrarotabweisend, auch Military Grade, armiert. Wir haben hier Panzernähte aus richtig festem Armanfaden. Das Ganze lässt sich sehr komfortabel tragen. Die obere Schlaufe lässt sich um die Kopfstütze im Fahrzeug machen, damit also, wenn das hier auf der Rückenstütze hängt, ich auf die Waffe auch schnell Zugriff habe. Beim Blick durchs Fenster ins Auto hinein haben potenzielle Beobachter keinen Einblick auf die Tasche, beziehungsweise haben Einblick auf die Tasche, aber wissen halt nicht, was drin ist. Die Tasche sieht halt zivil aus. Aus wie eine Golftasche, aus wie eine Sporttasche. Wir können hier auch den Verschluss zumachen, zum Beispiel für längeren Transport, falls die Waffe jetzt gerade nicht einsatzfähig gebraucht wird, oder wenn wir in urbanem Gebiet unterwegs sind, damit nicht einfach jemand von hinten die Tasche irgendwie aufmacht. Potenzielle Taschendiebe oder ähnliches machen sie auch, oh Überraschung. Möchten wir alles nicht. Dementsprechend, wir können sie komplett zumachen. Das hier ist Paracord. Die ganzen Reißverschlüsse sind alles YKK. Original Cordura, Infrarot abweisend. Das hier ist auch YKK. Also man wird an dieser Tasche nichts finden, was nicht Namen und Qualität trägt. Es ist tatsächlich, also auch an diesem Exemplar erkennt man, wie weit die Rüstungsindustrie und die Sicherheitsindustrie in der Ukraine mittlerweile gekommen ist. Solche Geschichten, das Konzept an sich plus die Umsetzung, das wäre vor 3 Jahren in der Ukraine noch nicht mal denkbar gewesen.
in Ländern, in denen sowas natürlich auch erlaubt ist, zum Beispiel Schweiz, Tschechien, Österreich, wäre es natürlich auch was für die bewaffneten Zivilisten, beziehungsweise auch für private Personenschützer, alles was zu groß ist, um es ins Holster zu packen, kann hier reingepackt werden, zuverlässig getragen werden. Auf Wunsch kann natürlich auch Außenbody angenäht werden, wie zum Beispiel auf diesen Modellen. Es kann auch aus dem Velcro angenäht werden, zum Beispiel für verschiedene Patches. Würde ich nicht empfehlen, weil es demaskiert die Tasche sofort. Natürlich kann der Hersteller auch verschiedene andere Designs, die nicht auf der Webseite angegeben sind, mit dem Kunden ausarbeiten und nähen, damit zum Beispiel also potenzielle Beobachter nicht erkennen, dass sie sich allein anhand des Modells nicht erkennen, dass es sich tatsächlich um eine taktische Tasche handelt, selbst wenn sie gut geschult sind. Also für mich wirklich Daumen hoch, Top-Produkt. Waffe ist schnell zugriffsbereit und das Teil sieht einfach nur gut aus. Also das sieht aus, als wenn ich gerade irgendwo Tracking oder Hiking oder irgendwas mache.